Es ist nun ganz offiziell. Ubisoft werkelt an Assassin's Creed Remakes. Und ja, he, she, it, das S geht mit. Wir meinen wirklich Remakes, Plural. Gleich mehrere Teile der erfolgreichen Action-Adventure-Rollenspielreihe will der französische Publisher-Entwickler neu auflegen. Aber welche Ableger haben das meiste Potenzial? Wo könnte Ubisoft mit ein bisschen Mühe ein noch viel besseres Spiel draus machen? Klar, da wäre Black Flag eines der beliebtesten Assassin's Creeds überhaupt. Dem haben wir aber auch schon ein ganzes Video gewidmet. Was ist mit den Assassin's Creeds, die einem vielleicht nicht sofort einfallen? Es folgen unsere Top 5 Assassin's Creed-Spiele, die unbedingt eine Frischzellenkur brauchen. What business do Templars have there? Platz Nummer 5 sichert sich Assassin's Creed Freedom Cry. Als DLC zu Black Flag gestartet, erschien die Erweiterung 2013 auch als Standalone-Version, also für die wir das Hauptspiel nicht zwingend benötigen. Hier übernehmen wir Adewale, der in Black Flag noch als erster Mat unter Pirat Kenway segelte. In seinem eigenen Abenteuer hat sich der gute Mann 15 Jahre nach Teil 4 von der Piraterie losgesagt, ist nun ein waschechter Assassine und segelt durch die westindischen Inseln. Dort jagt er nicht nur nach Templern und einem geheimen Artefakt, er befreit auch viele versklavte Menschen. Spielerisch unterscheidet sich Freedom Cry kaum vom großen Piratenabenteuer, logisch, ist ja auch ein DLC. Es gibt also noch mehr Black Flag. Wir segeln, erobern Schiffe, schleichen uns an Land, befreien versklavte Menschen und meucheln allerhand böse Buben. Es ist Adewale zu verdanken, dass diese Erweiterung nicht nur mehr vom Gleichen ist. Freedom Cry erzählt durch den Fokus auf die Hauptfigur und Adewales klare Motivation eine der besten Geschichten der gesamten Reihe. Durch seine Vorgeschichte hat der Assassine eine erstaunlich große Charaktertiefe. Bereits in Black Flag lernen wir von seiner Sklavenvergangenheit, jetzt hat er sich noch vom Piraten zum Assassinen gewandelt. Damit ist Adewale an sich schon interessanter als Connor, Anno und Co., aber Freedom Cry greift diese Hintergründe auch wunderbar auf. Hier geht es nicht um möglichst guten Schurken oder um die große Lore der Reihe, der Ableger erzählt eine charaktergetriebene, gut geschriebene Geschichte über die Geister der Vergangenheit und wie man sie überwindet. Deswegen passt die Sklavenbefreiung auch so gelungen ins Gameplay. Es verbindet Adewales Mission mit dem eigentlichen Spiel. Warum Freedom Cry dann überhaupt eine Neuauflage braucht? Zum einen wegen der ganzen Vorzüge, wegen denen auch Black Flag ein Remake gut gebrauchen könnte. Größere Schlachten, nahtlose Reisen, hübsche Grafik und vieles mehr. Vor allem aber würde den DLC ein Remake so gut stehen, weil Freedom Cry mit 5 Stunden viel zu kurz für den tollen Protagonisten und die spannende Geschichte ist. Man merkt Freedom Cry immer wieder an, dass der Geschichte hier und da etwas Zeit für ein runderes Erlebnis fehlt. Und alleine deswegen würden wir uns über eine Neuauflage dieses Kleinods wirklich freuen. Bon Dieu, Fessandi. The French governor is two-faced. Noch einmal Schiffe und noch einmal Potenzial zur Verbesserung. Platz 4 unserer Top 5 Assassin's Creed Kandidaten für ein Remake gehört Assassin's Creed Rogue. Auch hier könnte die Geschichte etwas mehr Fleisch an den Rippen gebrauchen, aber das ist nicht alles. Rogue erzählt als erster Serienteil die Geschichte eines Assassinen, der zu den Templern überläuft. Wir erleben also einen Blick hinter die Kulissen der Bösewichte, wie sie handeln, was ihre Motivationen sind, wie ihr Alltag aussieht und so weiter und so fort. Davon hätten wir gern noch mehr gesehen. Die Kampagne ist mit 10 Stunden zwar nicht so kurz wie die von Freedom Cry, aber auch hier kratzt sie nur an der Oberfläche. Vor allem aber beim Gameplay liegt bei Rogue noch so viel Potenzial vergraben. Im Kern steckt hier trotz anderem Setting das exakt gleiche drin wie in Black Flag. Seeschlachten, Forts erobern und Missionen absolvieren. Nichts hieran war und ist wirklich neu. Wir würden uns entsprechend neue Mechaniken für die neuen Umgebungen wünschen. Warum spielt das Eis keine größere Rolle? Wir können gerade mal kleine Eisberge zerstören, warum nicht dieses Gameplay ausbauen und das Segeln um ein neues Hindernis bereichern? Wir können zwar durch kleine Eisschollen brettern, aber das spielt sich genau wie eine ruppige Fahrt durch die Karibik. Dadurch fühlt es sich einfach ein bisschen danach an, als ob Rogue das ganze Eissetting nicht wirklich nutzt. Und gerade an Land fühlt sich Rogue zu sehr nach Assassin's Creed an. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber wenn wir schon einen Templar spielen, dann sollte sich das auch anders anfühlen. Die Bösewichte sind meistens nicht so wendig wie wir. Gut, Anti-Held Shay Cormac war zwar früher Assassin, aber warum bleibt er es spielerisch dann auch? Und dann könnte Rogue auch noch gleich coolere Nebenbeschäftigungen einbauen. Die sind nämlich ziemlich einfallslos und drücken dem Entdeckerdrang der gleich 3 neuen offenen Seekarten leider einen Riegel vor. Zusammen mit den Vorzügen stärkerer Hardware, die dann genau wie in Freedom Cry und Teil 4 größere Schlachten, nahtloses Reisen, vieles mehr ermöglichen würden, könnte Rogue in nie dagewesenem Glanz erstrahlen. Feuer!
Platz 3, Brotherhood. Okay, okay, für mich braucht eigentlich keines der drei Ezio-Abenteuer ein ganzes Remake. Die Spiele funktionieren auch heute noch gut und sind dank Remastered-Versionen auch auf modernen Geräten verfügbar. Wenn einer der drei Teile aber eine Neuauflage vertragen könnte, dann wäre das mit Sicherheit Assassin's Creed Brotherhood. In Teil 2.5 verschlägt es den charismatischen Helden Ezio nach Rom, wo er sich an den Borgias rächen will. Dafür baut er nach und nach die Bruderschaft in der Stadt und auch die verfallene Metropole selbst wieder auf. Erstmals in der Serie beschränkt sich ein Spiel dabei wirklich nur auf eine Stadt, was einen riesigen Nachteil mit sich bringt. Die Stadt öffnet sich erst nach und nach. Wir können also nicht von Anfang an alles bereisen. Das klingt eigentlich logisch und lobenswert, so kitzen auch im späteren Spielverlauf noch einige Sehenswürdigkeiten unseren Entdeckerdrang. Zumindest in der Theorie. Dieser Plan geht in der Praxis nämlich überhaupt nicht auf. Auf der ganzen Spielkarte sehen wir bereits Monumente wie das Kolosseum, die Therme und andere spannende Bauten. Aber was passiert, wenn wir dahin wollen? Genau, dabei liefert Brotherhood sogar selbst die Antwort auf die Frage, wie man eine vergleichsweise kleine Open World ohne solche künstlichen Sperren langfristig spannend hält. Wir investieren nämlich unser Geld in den Wiederaufbau der Stadt und stellen so kaputte Wahrzeichen wieder her. Nur wenn wir das Aquädukt reparieren, schalten wir den Zugang zu einem Dungeon frei. Warum gibt's das nur einmal? Das könnte in einem Remake am laufenden Band passieren. Denn mit seinen künstlichen Begrenzungen zerstört Brotherhood oftmals die Lust auf weitere Erkundungstouren, man kommt ja sowieso nicht weiter. Ach, und im gleichen Atemzug könnte Ubisoft die Erzählungen wenig auf Vordermann bringen. Die Rachegeschichte verläuft im ganzen Rom-Aufbau lange ins Nichts, bis plötzlich das große Finale da ist. Zusätzlich präsentiert Brotherhood viele Schicksale wichtiger Figuren extrem ungünstig und vor allem versteckt. What happened to Caterina Sforza? She went back to Florence and petitioned unsuccessfully for the return of her lands. Then she died of pneumonia. Das geht besser. Und klar, Kleinigkeiten wie schnelleres Klettern und eine präzisere Steuerung nehmen wir natürlich auch gerne. Platz 2 auf unserer Liste gehört keinem anderen Spiel als Assassin's Creed. Also das allererste Spiel, mit dem 2007 alles begann. Hier lohnt sich ein Remake fast am meisten. Und gerade weil es vom Soundtrack, von der Machart und von der Missionsstruktur so anders als viele andere Serienteile ist, glauben wir sogar fest daran, dass hiervon ein Remake erscheinen wird. Es ist halt auch einfach der Start der Reihe, es wäre ein logischer Schritt. Assassin's Creed brachte zum Release so viele frische Ideen auf den Markt. Das freie Klettern, die versteckte Klinge, die Gegenwartsgeschichte und vieles mehr. Unterm Strich war das erste Abenteuer von Assassine Altair aber bei weitem nicht ausgereift. Auf seiner Templer-Auslöschen-Mission besucht Altair die drei Städte Jerusalem, Akkon und Damaskus. Und in allen drei Orten macht er immer wieder das Gleiche. Menschen beschatten, Menschen verprügeln, Rennen gewinnen, Freunde eskortieren, auf Türme klettern und so weiter und so fort. Was beim ersten Mal durch die ganzen neuen Mechaniken unglaublich beeindruckend ist, verkommt schnell zur Fleißarbeit. Besonders schade, eigentlich sammeln wir in diesen Missionen Hinweise, wie wir das große Ziel der übergeordneten Quest töten können. Wir erhalten geheime Pläne und wissen über besondere Möglichkeiten. Weil das Kampfsystem aber extrem simpel ausfällt und selbst große Gruppen kaum eine Gefahr darstellen, sind alle diese Informationen egal. Statt ein Attentat richtig zu planen, klappern wir einfach Quest nach Quest ab, hauen das Ziel um und fertig. Die Planung verpufft komplett. Und in der offenen Welt neben der Kampagne gibt's auch kaum Anreize zur Erkundung. Bis auf Fahnen einsammeln und noch mehr belanglose Nebenmissionen gibt es in und um die Städte nichts zu tun. Ein Remake könnte all diese Probleme angehen. Ubisoft kann die gesamte Missionsstruktur überarbeiten, die Gefechte spannender machen, wirklich richtige Attentatsmissionen wie in Unity oder Mirage einweben und die Open World mit interessanten Nebenbeschäftigungen füllen. Dann könnte die tolle Idee endlich nicht nur auf dem Papier toll sein, sondern auch im eigentlichen Spiel. Pay for your sin. Pay for your sin. You cannot escape. Was könnte aber noch mehr ein Remake gebrauchen als Assassin's Creed 1? Für uns ist die Antwort und damit Platz 1 unserer Liste glasklar: Assassin's Creed 3 Liberation. Kein anderes Spiel der Reihe vereint so viel Potenzial mit einem unglaublich durchwachsenen Endprodukt. Selbst Assassin's Creed 1 ist unterm Strich immer noch ein gutes Spiel. Liberation hat hingegen viele tolle Ideen und scheitert grandios bei der Umsetzung. In Liberation schlüpfen wir in die Haut von Aveline de Grandpré, der ersten spielbaren weiblichen Assassinen in der Reihe. Im 18. Jahrhundert erkundet die Dame New Orleans und den darumliegenden Bayou, eine Art Sumpfgebiet. Vor allem ein Klamottensystem und der Bayou machen eine Menge richtig. In dem Sumpf müssen wir Wege über Bäume suchen, weil im Wasser Krokodile auf uns warten und wir beim Schwimmen auch unglaublich langsam sind.
Wir können aber auch ein Kanu suchen und so weiter entfernte Bereiche erkunden. Hier motiviert die Fortbewegung durch die vielen Möglichkeiten und Hindernisse durchweg. Die Kleidungswahl ist ebenfalls ein spannendes System. Aveline kann sich als adlige Dame, Bettlerin oder Assassinin anziehen. Alle Kostüme haben verschiedene Vor- und Nachteile. Als Dame bewegen wir uns ungestört durch die Stadt und lenken mit unserem Charme Wachen ab, können dafür aber nicht klettern. Als Assassinen jagen uns hingegen immer die Wachen, wir sind aber am wendigsten und am stärksten. Das Bettler-Outfit ist dann so eine Art Mischung. Liberation nutzt das Konzept aber überhaupt nicht aus. In der Praxis sind wir immer als Bettlerin unterwegs, weil wir sowohl klettern als auch unauffällig bleiben können. Missionen geben immer streng vor, was wir tragen, das führt das spannende System ad absurdum. Und wäre das alles nicht schon schlimm genug, sind die Missionen selbst ebenfalls nicht gut. Die Quests bieten absolut keinen Höhepunkt. Laufe dahin, rede mit dem Typen, erledige die Gegner, selbst ein Bossgegner verkommt zur Schnarchpartie. Und die sowieso schon eher lahme Geschichte erzählt Liberation so schlecht und unfokussiert, dass ich es immer noch nicht fassen kann. Figuren tauchen aus dem Nichts auf, verschwinden wieder, Zeitsprünge finden in Ladesequenzen statt. Selbst die Verwirrung ist bei diesem Plot verwirrt. Liberation hat gute Ideen, versinkt aber in einer miesen Story, langweiligen Mission und bietet nicht einmal spannende optionale Beschäftigungen. Hier würde ein komplettes Remake Wunder bewirken. Stellt euch nur mal vor, Ubisoft würde das Klamottensystem ernst nehmen, uns bei den Missionen die Wahl lassen und Quest- und Storystruktur general überholen. Das wäre ein Traum. Are you not needed in the headquarters? Das sind unsere Kandidaten für die kommenden Assassin's Creed Remakes. Welche davon würdet ihr gerne im frischen Gewand sehen? Welche fehlen euch und warum? Oder braucht ihr überhaupt Neuauflagen zu den Meuchelabenteuern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.